So, wir sind back, Kölle, Karriere, und ich glaube, heute spielen wir das erstmal in unserem dritten Trikot, in dem schönen blauen hier. Das Trikot mag ich extrem gerne. Wir haben ein bisschen gewechselt. Kilian Pause, beziehungsweise sitzt er erstmal auf der Bank, dafür Chabot, Painstill raus und Thielmann bekommt eine Chance, und das war's, glaube ich, schon. Jetzt geht's hier ran gegen Leverkusen. Die haben in der Karriere nur 4 Punkte. Also möglicherweise ist hier gut was drin für uns. Und... oh mein Gott, Schwebe. Wir haben Noah Katterbach verkauft für knapp 3 Millionen. Das war... nee, perfekt, scheiße. Das war mehr so aus Versehen. Ich habe ein Angebot bekommen, wollte ablehnen. Aber wer öfter mal dieses FIFA spielt, merkt, dass das Menü sehr am Laggen ist. Und dann bin ich aus Versehen auf Annehmen gekommen. Perfekt, ich wollte es eigentlich gar nicht. Aber ich habe mir gedacht, oh komm, ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Den werden wir sowieso nicht spielen. 3 Millionen. Nehmen wir doch gerne. Sehr stark durchgekommen. Meine. Wieder sehr gut durchgekommen. Und das kann man auch mal pfeifen. Das war dreckig in die Hacken gelaufen. Keins. Meine. Na, kein Abseits. Wichtig. Parada kann aber nicht schießen. Scheiße. Wir liegen wieder hinten. Wir müssen wieder... eine Aufholjagd starten. Aber das haben wir ja schon oft genug getan diese Saison. Also hier ist definitiv noch alles drin. Keins. Chapeau kommt nicht ran. Schwebeschauen. Aber kann auch nichts mehr machen. 2-0 Leverkusen. Ruben Thielmann. Das ist Jubicic. Aber es hat sich ja gelegt mit den unsichtbaren Spielern. Letztes Mal war keine unsichtbar. So wie es aussieht, wird es heute auch keinen geben. Das ist doch ganz gut, ey. Ich dachte, das ist jetzt ein kompletter Bug, der irgendwie... oh, keine Ahnung. Wochenlang da ist, bis er gepatcht wird, aber war wohl wirklich nur in dem einen Spiel. Selke. Wieder Packerada. Packerada, unten meiner, komm. Selke. Ja, was ist denn das für ein Scheiß gewesen jetzt? Ach du Scheiße. Ich glaube, wir machen hier... keine Ahnung, wie man das nennt. Vorhersage oder so. Keine Ahnung. Orakel ist das hier. So ähnlich könnte das auch in Real Life ausgehen, glaube ich hier. Scheiße. Schmitz. Die stehen extrem gut. Aber es war irgendwie klar, ey. Es war irgendwie klar. So, wir haben auf ein offensives 4-4-2 gewechselt. Keins raus, Downs rein. Und Martel raus. Hussein Basic rein. Ja. Jetzt mit zwei Stürmern vorne drin. Läuft hoffentlich besser.
Scheiße. Paggerada, sehr stark. Jetzt vielleicht mal hier einen Gang einlegen und direkt hier abziehen mit meiner. Eventuell pass in die Mitte auf Selke. Und so kommt man doch gerne in die erste, in die zweite Halbzeit. Zwei noch, dann wenigstens einen Punkt. Ach Mann. Es kann doch nicht sein, dass man nicht mal mehr. So, da ist dann nochmal der Controller ausgegangen. Perfekt. Ich wollte gerade sagen, es kann doch nicht sein, dass man nicht mal mehr einen Seitenwechsel machen kann in diesem FIFA. Man lädt voll auf, aber funktioniert einfach nicht. Schmitz. Thielmann. Vielleicht jetzt mal Abfahrt. Ich weiß nicht warum, ne, aber der fühlt sich so langsam an, obwohl der eigentlich von den Werten her schnell sein müsste. Jemand da im Abseits stand oder warum EA da schon wieder korrigiert, ich weiß es nicht. Nächstes Mal gegen Gladbach. Das wird auch schon wieder scheiße. Ja, das Ding ist hier over. Bringen wir Adam ja nochmal. Für Selke. Aber ich denke, das Ding ist hier wirklich over. Keine Ahnung, was hier los war. Es ging gar nichts hier von Anfang an nicht. Schmitz. Downs. Downs! Ah, perfekt, ey. Danke, ey. Wirklich. Ich verstehe nicht, warum Thielmann in der Karriere so schlecht ist. Also, er kann wirklich nichts. Ah, geisteskrank. Geisteskrank. Muslim Basic. Warum probier es eigentlich? Painstill rein. Nochmal hier ein Angriff mit Painstill. Fürs Feeling maybe nochmal ein Torschuss hier. Painstill! Stramm geschossen. Downs. Kann man noch mal pfeifen. Painstill. Hussein Basic. Chapeau, schön gestoppt. Painstill. Kommt auch nicht richtig durch. Ah, 5-1. Nächstes Mal dann gegen Gladbach. Wir schauen nochmal eben auf die Tabelle. Ein Platz nach unten. Ja, 5-1. Ich hoffe, das war nicht das Orakel fürs Real-Life-Spiel, weil wenn es da auf 5-1 ausgeht, dann. Weiß ich auch nicht. Kann man gefühlt loslassen hier schon wieder. Nächstes Mal gegen Gladbach. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Oh, warte mal. Schweden. Ne, das lehnen wir ab. Spielzeit von Waldschmidt. Ja, mal schauen. Bis zum nächsten Mal erstmal. Tschüss. Oh, danach gegen Leipzig, glaube ich. Ach du Heilige.